Ach ja, wir sind hier in Winchester, haben Spaß mit und ohne Jester. Doch da kam der Eivor von oben herab, stach hinaber das dunkle Park. Ja, und damit Hallöchen, zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, es ist jetzt schon ein paar Tage her, als ich das letzte Mal hochgeladen habe, ich weiß. Ja, eigentlich wollte ich heute mehr aufnehmen, hab's aber dann doch nicht getan. So, ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir wirklich stehen geblieben sind, da oben steht Winchester. Ich habe heute noch ein bisschen gespielt, habe mich um ein paar der Orden gekümmert hier, habe wieder zwei getötet. Ja, doch, ich glaube, das waren zwei. Habe hier was für Haken gefunden, können, die ich weiter freischalten kann. Aber die hier finde ich auf jeden Fall noch. Und ja, jetzt müssen wir gerade einen Mann im Weiß finden. Ich habe schon mit guck, wo er ist. Der ist da vorne. Irgendwo. Dann muss ich noch runterspringen und sag einfach nur, wenn ihr mehr von Assassin's Creed sehen wollt oder von Minecraft oder was auch immer ich immer hochlade, lasst ein Like und ein Abo da. Und schreibt es in die Kommentare, falls ihr noch andere Spielvorschläge habt. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass Red Dead Redemption wahrscheinlich noch ein kleines Video kommen wird, denn ich lasse mir gerade runter den Online-Modus. So, also wo war das? Ich glaube hier, oder? Ja, gut. Der Mann in Weiß. Ich soll noch irgendeinen Spruch sagen. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, wirklich nachzugucken. Der drinnen sehe ich schon, ich kann mit dem, wenn ich reden darf. Ui, warum werden mir die Dinge markiert? Du da, hier. Okay, ich muss jetzt sagen, aber das. Ach, egal. Ja, ist so. Ach, zum Glück, ich dachte schon, ich hätte mir merken müssen. Also. Berichte vom Weg Jesu Christi in der richtigen Reihenfolge. Nur dann triffst du meinen Herrn. Nimm mich als den Heiden, der ich bin. Du weißt, dass du den gewaschenen Heiden ab, der versucht, den Weg zu Gott zu finden. Nimm mich, wie ich bin. Ich werde Gottes Werk verrichten. Schwer die Last des Lernens auf jemanden wie dir lasten muss. Doch ich sehe ein, dass keine Lektion über das Wort Gottes deine Seele retten kann. Achso, ja, na gut. Darf ich dich töten? Hauptsache, ich will mal wieder alle töten. Ja, ich nehme es spät abends auf. Einfach nur, weil ich gerade noch zocken wollte, aber André hatte wohl andere Probleme zu dem Zeitpunkt. Da ging das nicht. Also nehme ich das jetzt auf. Sonst hätte ich morgen gestreamt. Also wenn ihr es seht heute. Ich nicht so. Wir sind hier. Oh, mir juckt das Ohr ein bisschen. Möge unser Herr Christus, dessen Zorn die Unreinen vertreibt, einen starken Pakt mit mir eingehen. War Gottes Lehre aufschlussreich. Wer bist du? Das ist der Vater. In seiner Gnade das ewige Leben erlangen. Diese Kleinigkeit ist dir vielleicht entgangen. Neigen alle Priester in Winchester im selben Maß zur Dramatik? Das ist der Vater. Du riskierst dein Leben, König Alfred. Ich wollte mit dir auf Augenhöhe sprechen. Gelten die Gesetze der dänischen Gastfreundschaft nicht in Westsex? Nicht jetzt. Du hast mein Lineal dieser Hündin-Fulke vom Orden der Ältesten zum Fraß vorgeworfen. Fulke war also auch ein Mitglied des Ordens. Tu nicht so. Muss ja gerade hier gucken, ob Controller voll ist. Der Kerl ist 100 pro auch zum Orden dazu. Der ist wahrscheinlich der Vater. Weil ich. Der Vater sieht genauso aus. Der sieht nämlich genauso aus wie der zufälligerweise. Und der Vater hat eine höhere Stellung, steht da. Und er ist ein König, zufälligerweise. Aus der Feder eines armen Mitstreiters Christ warnt
schütze mich vor einer Verschwörung gegen mein Leben. Egal wie die Feder der Sachs. Drei Männer, die dich töten wollen. Es sind zwei. Bischof Elch geht es tot. Er war der Sachs, soweit ich das beurteilen kann. Und ein demütiger Diener deines Gottes. Das muss wehtun. Gleich dissen wollen, Alter. Ich bezweifle, dass der Tod ist, der Sachs. So, warum solltest du mir vertrauen? Du hast vielen Kriegern wie mir gegenüber gestanden. Und viele Male hattest du das Nachsehen. Du wurdest betrogen. Warum vertraust du mir? Ich habe Männer in London und Jofort. Männer, die mir von den gewundenen Pfaden im Lauf des Krieges berichten. Vor nicht allzu langer Zeit wollte ich... Du wirst sowas von noch mir angegriffen, Alter. Der Vater, da kannst aber du mir nichts sagen. Traf auf mich aus heiterem Himmel. Dann versprich mir eine Belohnung, über die man Lieder singt. Das Gewicht eines Königs in Silber. Nun gut. So viel Silber, wie du tragen kannst. Ich kann nur vier tragen, das wird also nicht so viel. Guck mal, jetzt duzen sie sich schon. Wo wurde er zuletzt gesehen? Bei seinem Haus im Westen. Vielleicht findest du dort etwas. Werde ich machen. Ich sag's euch, der ist der Vater. Nimm dich zusammen, solange du am besten bist. Meine Stadt ist kein Schlacht. Noch nicht, großer König. Nur der Tag wird kommen. Ich zeige euch jetzt mal, warum ich denke, dass er der Vater ist. Ich gehe jetzt mal hier drauf. Guckt, seht ihr diesen Umriss? Und wenn man genau hinguckt, sieht man, dass hier eine Kette ist. Dazu kommt noch, der Vater ist Sachse. Der Vater ist hochgebildet. Der Vater hat eine Machtposition inne. Das sind schon mal drei Dinge, die eigentlich auch auf den König zutreffen können. Und dazu finde ich halt, ich kann das wahrscheinlich besser erkennen als ihr jetzt, aber das Gesicht, es sieht halt so ähnlich aus. Also ich denke schon, dass der König der Vater ist. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich denke so und ich glaube das auch. Ist das eine Wandmalerei? Ja. Also ich denke halt schon, dass der Vater der König hier ist von diesem Lande. Soll mir einer kneifen, wenn das nicht der Fall ist? Voll bemerkt, ich habe gerade eigentlich gar nicht geguckt, wo ich hingerannt bin. Das Rüstungsteil, lol. Vor allem, wie viele Schlüssel man hier finden kann. Ich meine, selbst wenn du hier hochguckst, du findest hier fast an jeder Ecke, kannst du einen Schlüssel finden. Das sind echt viele. Oh, Hilfe. Ich habe heute leicht einen Schluck auf, vielleicht von den Chicken Wings, die ich gegessen habe. Waren Schafe, immerhin. Müde bin ich auch schon. Ich mag es gar nicht, eigentlich so lange wach zu bleiben. Ich meine, wir haben es gerade mal 22 Uhr, aber ich bin eigentlich um die Uhrzeit schon meistens im Bett. Komm her, ich will mit dir reden. Aus mir kriegst du nichts raus. Ich bin treu wie der Hund des Königs. Hä? Ich verstehe gerade ehrlich gesagt gar nichts. Was wolltet ihr jetzt vom Kind? Wo sie ihn hingebracht haben könnten, das verrate ich dir. Weg. Ist das doch irgendwo ein Gegner hier? Nee.
Aber Schlüssel ist hier in der Ehe. Na gut, komm mal her. Nehmen wir dich mal mit. Ich hör mal auf zu sneaken, brauche ich da jetzt nicht mehr. Hinter der Wand ist auch was. Okay, Hinweis. Hier. Halt, aber du warst mir lang genug ein Dorn im Auge, Godwin. Lass die Schnüffeleien, sonst lasse ich mein Eifer springen. Werfe dich in den Kerker, nicht mal den alberner König. Kann dir da noch helfen? Der Galgen. Es gibt mehrere Hinweise. Zwei. Ach, wirklich. In der Stadt muss es eine Festung geben. Eine gewaltsame Auseinandersetzung. Die Wachen müssen ihn zur Feste von Winchester gebracht haben. So, wo genau ist jetzt eigentlich das Schatzteil? Da unten. Ich gehe da mal kurz hin. Es könnte sein, dass das hier sogar ein Bruderschaftshaus ist. Die sind ja eigentlich immer markiert irgendwie. Warte mal. Die haben ja irgendwie immer so ein Zeichen, woran du erkennen kannst, dass die es sind. So, halt ihr das Zeichen der Assassinen. Vielleicht sieht man das auch nur von oben diesmal. Ich kann das da markieren? Nee, aber ich kann das Huhn markieren, oder? Nee, auch nicht, schade. Ja, gucken wir mal. Ich denke mal schon, dass das Bruderschaftshaus sein könnte hier. Ja, man sieht ja, wird ja sehen. Warte mal, warum? Einfach runter. Das ist doch ein Bruderschaftshaus. Hä? Aber das ist überhaupt nicht markiert diesmal. Ich verstehe gar nichts mehr. Och, man sieht aber auch immer so viel hier unten. Das ist jetzt nicht positiv gemeint. Das ist halt echt arschdunkel hier. Warum bist du jetzt... Du solltest eigentlich... Oh, meine Güte. Ey, wo, du bist aber auch ein Dödel heute, ne? Okay. Ich kann ja werfen, also. Kein Problem. Nehmen wir mal wieder eine Fackel, warten, bis da Feuer weg ist. Und dann gehen wir da hin. Super. Ah, ja, geil. Ich bin gerade irgendwie enttäuscht, muss ich gestehen. Ich dachte eigentlich, dass das hier das Rätsel Lösung wäre. Na gut. Ah, da hinten gibt es was zum Schießen. Ich sehe das doch. Kann ich das von hier irgendwo abschießen? Da ist irgendwas. Ich könnte den durchbohrenden Schuss probieren, aber ob das was bringen würde... Ne, man muss es wegschieben. Ah, so. Dann... Gehst du bitte tauchen? Danke. Du sollst nicht klettern, du sollst tauchen, Eivor. Meine Güte, was ist denn los mit dir? Ich muss hier gucken, ob hier irgendwo ein Eingang ist. Ich sehe aber auch so viel gerade. Ne, sieht bisher nicht so aus. Hier ist ein Eingang. Plündern? Plündern. Okay. Ich denke mal, es hat's voll gebracht. Vielleicht kann ich ja hier hochklettern. Eigentlich genug Möglichkeiten zum Greifen gäbe es, aber es ist ein Eivor. Ne, da ist nichts. Okay, nochmal runter. Gut, dann gehen wir mal. Dann muss ich hier lang. Ist das nicht eigentlich eine riesige Kloake, wo ich hier durchschwimme? Na, egal. Egal. Okay, gut. Ey, da gibt es hier viel zu looten. Junge, Junge. Gut, dann machen wir das hier mal kurz weg. Ich glaube, das einfach nur nach hinten ziehen. Ist das, glaube ich, gar nicht.
Gut, dann haben wir jetzt hier einen Shortcut offen. So, jetzt muss ich natürlich auch sehen. Da hinten komme ich noch nicht durch. Ah, das ist der Shortcut. Okay, ich verstehe. Gut. Dann einmal hier durch. Dann muss ich einmal hier entlang. Hier mir das eine Teil nehmen. Hier durch die Tür. Hier nichts sehen. Hier unten was sehen. Okay. Wieder die Fackel ausrüsten, damit man was sieht hier. Feuer ist gelöscht, gut. Dann bin ich jetzt wohl richtig hier. Alter, wie cool. Die haben auch gar kein Licht, die Ärmsten. Oh, was ist das? Wieder ein Briefchen? Anordnung zum Rückzug. Achso, ja gut, nee, das kenne ich schon. Ich frage mich, was ich wohl kriege, wenn ich alle sammle. Aber ich habe leider noch nicht alle. Ich habe erst drei oder so gefunden. Ich weiß nämlich nicht, wo das sind. Der Magus-Kodex. Ach ja, das ist wieder dieser Kodex. Nice. Den ich sammeln soll. Und dann haben wir hier hinten das. Suttungsklaue. Messerchen scheinbar. Lol. Will ich mal ansehen. Warte mal. Ich denke mal schon, dass das ein Messer ist. Das sieht zumindest aus wie eins. Hier doch. Das ist ein Dolch. Lol, wie cool sieht der denn aus? Aber ich bleibe bei Excalibur. Kann ich wohl bemerkt auch wieder upgraden. Warte mal, 3. Ah, den müsste ich mal upgraden. Ja, hier doch. Du kommst dran heute. Gut. Du und du hier. Ja, das müsste reichen. Okay. Dann gehen wir mal wieder. Keine Ahnung, ob es einen schnelleren Ausgang gäbe, aber ich nehme einfach den hier. Ab nach oben. Mann, was machst du denn, ey, boah? Kannst du nicht klettern? Was ist denn heute los mit dem Jungen? Der macht mir heute mehr Probleme als alles andere. Nein, was? Alter, ich krieg hier gleich die Krise. Ey, warum? Hör auf, so albern zu sein. Mach gefälligst wehe. Ich schwöre zu Gott, Alter, ich bring dich um. Da an der Seite komme ich raus. Oh, ey, ich schwöre zu Gott, der Kerl macht mich fertig. Kletter hoch. Ey, wo? Ey, ich krieg... Nein, leck mich am Arsch. Ich gucke jetzt, ob es einen anderen Ausgang gibt. Ey, das gibt es doch nicht. Ey, wo? Verdammt nochmal. Jetzt klettert der hier hoch. Hör auf damit. Gibt es hier irgendwo einen anderen Ausgang hier hinten? Nee, scheinbar nicht. Mann, aber warum klettert der denn da nicht hoch? Das ist doch ein... Oh, das ist doch zum Kotzen. Es gibt hier keinen anderen Ausgang, sofern ich es gerade beurteilen kann. Also an manchen Stellen ist das Spiel noch echt beschissen. Nein, lass los. In der Regel müsste der doch eigentlich dann an den Rand kommen können, oder nicht? Ey, boah. Überstrapazier nicht meine Geduld heute. Ach, jetzt auf einmal kommst du hier hoch, ne? Ey, das gibt's doch nicht. Wisst ihr, wie viel Zeit mich das jetzt gekostet hat? Meine Güte. Ja, vorsichtig sein. Da drinnen, ja toll. Na gut, dann gehen wir hier entlang. Ich
geh mal die Kämpfe und so gut es geht jetzt aus dem Weg. Ich wette mit euch zu 1 Million Abos, dass der Typ hier nicht ungeschoren vorbeikommt. Da vorne ist wahrscheinlich abgesperrt. Sprich, ich muss doch kämpfen. Ich gehe mal durchs Gebüsch. Ja, der braucht einen Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? In dem Gebäude, okay. Er ist unten. Wie komme ich nach unten? Von hier aus nicht, hier bin ich falsch. Scheiße. Gut, dann machen wir es mal anders. Ich bringe erstmal den Bogenschützen hier zur Strecke. Ey, wo? Streng dich erst überhaupt nicht an. Nee, nee, braucht man ja nicht. Ah, nee, das ist nur Rüstung. Ich dachte gerade. Ich würde gerne die Pfeile aufsammeln. Gut. Was ist das hier? Ich will doch gar nicht kämpfen diesmal, weil das einfach nur zeitaufwendig ist. Ah, die Klappe. Junge, warum macht der denn so viel Schaden? Gott, gibt's nicht in dieser Welt. Dein Schwachpunkt ist also dein Bein. Hi. Und zack und zack. Easy. Und dein Schwachpunkt ist ebenfalls das Bein. Kannst du dich mal bitte ein bisschen zu mir drehen? Danke. Finde ich nett, wenn die auf mich hören. Zack. So. War's das jetzt endlich? Meine Güte, ist das zum Kotzen. Mich doch verarschen jetzt, oder? Hier ist der Schlüssel. Gut, nehmen wir mal kurz den Schlüssel mit. Gut, erledigt. Meine Güte, so allmählich habe ich echt die Faxen dicker. Dann habe ich ihn verdrückt. Schon wieder. Gut, jetzt ja. Meine Güte, habe ich mich heute aber auch viel verdrückt. Ich habe auch echt die Faxen dicke gerade. Nichts läuft so, wie es laufen soll. Ah, mein Turnhose. Ich dachte, ich hätte den Set schon komplett gehabt. Scheinbar nicht. Ich werde mich auch darum kümmern, jetzt hier um das Buch. Es ist mir schon, in gewisser Weise ist es mir schon wichtig. Diese Fähigkeiten, Bücher. Aber bitte lass das der richtige Schlüssel gewesen sein. Ja. Ich hätte auch klettern können, aber ich wollte es unauffälliger. Stabile Mauern und viele Wachen. Ein Gefängnis für einen wertvollen Mann. Was? Easy. Ich habe langsam keine Lust mehr. Tut mir leid, dass ich gerade überhaupt nichts gesagt habe. Ich habe überlegt, wie ich diese Situation jetzt am klügsten umwenden kann. So, lass mich einfach in Ruhe lassen. Also gut, hier drin ist das Buch. Da oben. Aufmerksam bleiben. Aufmerksam bleiben? Du kannst mir mal im Arsch lecken mit deinem Aufmerksam bleiben. Hab die Schnauze voll von euch, Kerlen.
andere Seite verschlossen. Die Bücher sind mir wichtig. Die Rüstung ist mir egal. Die Bücher sind mir wichtiger, ehrlich gesagt. Mach halt auch die Klappe. Gehen wir mal hier rein. Sollte er auf mich schießen, kann ich ihn einfach zurückballern. Jetzt bin ich in einer guten Position. So, easy. Gut. Die Versperrung ist da unten. Toll. Kann ich von hier oben einfach reindroppen? Nee. Ich bin also gezwungen, wenn ich das haben will, zu schießen. Frage ist von wo? Von hier definitiv nicht. Also ich glaube nicht, dass ich von hier treffen würde. Anderes Fenster gibt es nicht. Da ist die Tür. Ah, ich sehe da was. Hier auf der Seite ist noch was. Ja. Was ich mir dachte. Ach, leck mich am Zippele. Aber ich kann die Tür von hier aus treffen. Korrektur kann ich nicht. Okay, ich muss jetzt kompliziert denken. Das ist Assassin's Creed. Lass du dich mal bitte fallen. Es ist immer so kompliziert mit dem Springen. Ich hasse es einfach. Nein, mit den Klettern meine, Entschuldigung. Okay, also von hier aus muss ich die Tür wahrscheinlich treffen. Oder von irgendwo anders. Gibt es hier noch irgendwas? Nee, oder? Ich glaube nicht, dass ich von da schießen kann. Na, ich probiere es mal aus. Ich denke einfach mal komplizierter als nötig jetzt. Ne, von hier kann ich nicht schießen. Hier komme ich nur da rein. Okay. Das ist halt da oben, wo versperrt ist und wo ich hin muss. Hier ist auch versperrt, Leute. Warte mal, warum mache ich es mir nicht... Ich probiere mal den durchschlagenden Schuss. Mal gucken, vielleicht klappt das ja. Das würde für mich zumindest einiges erleichtern, wenn ich den jetzt, wenn das jetzt klappen würde. Durchschlagend war, glaube ich, Kreis. Hat super funktioniert. Ein bisschen noch da. Es klappt nicht. Okay, gut zu wissen. Ah, lol, das sehe ich jetzt erst. Warte mal. Von hier aus kann ich da abballern. Ey, das gibt's doch nicht. Ich denke echt viel zu kompliziert. Ist ja aber auch egal jetzt in dem Falle. Der König hat ja gesagt, es ist einer schon tot ist von den Orden. Aber dann verstehe ich nicht, warum mir drei angezeigt werden noch, unentdeckt. Die ich erst durch Story aufdecken kann. Oh, hier haben wir es geschafft. Oh, kompliziert gedacht. Hier, gib mir mal den Brief. Godwins Forschung. Okay, unwichtig. Ah, man muss hier sogar rein. Ich sehe schon. Ach, Axtsturm hat sich jetzt verbessert. Warte mal, das muss ich mal angucken hier. Axtsturm, der war hier unten. Verbesserung. Führe nach einer vollständigen Axtsturmserie einen blutigen Abschlusskombo mit weiteren Würfen aus. Oh. Okay. Keine Ahnung, was mir das bringt, aber okay. Ich hab's auf jeden Fall. Ja, gut, dann, was muss ich jetzt eigentlich machen? Finde Godwin und rette ihn. Ich weiß noch nicht mal, wo der ist. Ich hab das Gefühl, ich bin kommt. Ah, nee, ich bin richtig. Der ist also hier irgendwo im Gebäude. Toll. Danke. Nervig. Da drin? Ne, scheinbar nicht. Aber hier ist Hinweis oder so. Davis Selwyn hat Hinrichtungen wegen kleiner Diebstähle und Beleidigungen angeordnet. Jo. Sieht mich ja nichts an. Finde Godwin und rette ihn. Ja, dafür musste ich erstmal wissen, wo der ist. Obwohl, warte mal, ich soll ihn ja finden, also. Gut, Logik. Was denn auch Logik? Nicht vorhanden. Aber wo soll der denn sein? Also. Hier im Gebäude ist er nicht. Also ich habe ihn zumindest nicht gesehen. Ich kann ja auch abscannen, aber. Ah, doch, unten! Oh, der ist unten. Ist ja ein miese Hund.
toll, ich bin umsonst hier hochgelatscht. Jetzt sind wir alle spanke. Der ist halt hier unten. Oh, come on, ey. Muss ich jetzt da einen Eingang finden oder was? Oh, nee, ist es nicht. Habt ihr Auswahl zwischen drei Dingen? Ich nehme die Mitte. Hi. Was für ein Zufall, ich hab richtig geraten. Ich guck mal, ob hier noch irgendwas zum Plündern ist. Auch wenn man nicht viel sieht. Ne, hier ist nichts zum Plündern. Okay, was haben wir hier? Hier ist auch nichts zum Plündern. Dann gehen wir mal hier rein. Na, Kollege. Ein Däne in Winchester? Sonderbare Zeiten. Ich kann dich auch einfach hinlassen, wenn du willst. Alfred schickt mich. Er hat mich auf Knien angefleht, jemanden zu finden. Ich kenne Alfred gut genug, um eine dreiste Lüge zu durchschauen. Falls er dich wirklich geschickt hat, dann aufrecht und wirf. Wohl wahr. Du bist der Mann, den ich finden soll, Goodwin. Weißt du wieso? Weil ich so sage. Die Ketzer des Ordens aufzuspüren und so tief zu vergraben, dass selbst Gott eine Schaufel bräuchte, um sie zu finden. Und wo sollen wir anfangen? Da helfen uns meine Nachforschungen. Der ist ein Templer. Wenn sie noch nicht verbrannt haben, müssten sie hier irgendwo sein. Ach komm, leck mich am Arsch. Deine Aufzeichnungen vom Hauptmann dieser Feste. Ah, gut, ich hab sie schon gefunden gehabt. Beschützer von Winchester in die Geschichte eingehen. Welche Ironie. Ist mir nicht entgangen. Und jetzt los, bevor sie merken, dass ihr Fisch vom Haken gesprungen ist. Gut, Leute, aber dann würde ich sagen, das heben wir uns für die nächste Folge auf. Das heben wir uns für die nächste Folge auf und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Empfehlt mich weiter, ein bisschen Mundpropaganda ist immer gut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das plündere ich noch hier. Bye, bye, haut ihr rein. Ich bin ein fettes Schwamm. Okay, keine Ahnung, warum ich das gesagt habe, aber es ist so. Bye, bye.